So, wir sind in der siebten. Wir machen weiter mit achten, Entschuldigung. Wir machen weiter mit Funktionen. Lineare Funktionen, wir hatten ja gesagt, die allgemeine Form, mathematisch lineare Funktionen auszudrücken, ist f von x ist mx plus n. Wir werden uns in einem Koordinatensystem bewegen, welches in der Ebene liegt, also kein räumliches. Wir bleiben bei 2D. Wir haben hier vier Quadranten. Im natürlichen Bereich, also hier sind ja positive Zahlen, ne? Hier ist plus 1 oder hier auch und so weiter. Hier habe ich minus 1, hier auch. Wenn ich hier irgendwelche Einteilungen habe, dann bedeutet das, also im ersten Quadranten haben wir uns bei Zuordnung bewegt, weil es keine negativen Äpfel geben könnte. Vielleicht doch. Und deswegen werden wir aber, weil es auch Schulden gibt, weil es auch negative Gradzahlen gibt, weil es auch ein Vor- und Zurück gibt, weil es auch negatives Beschleunigen gibt, also auch Bremsen ist negative Beschleunigung. Alles aus allen diesen Gründen werden wir uns auch mit negativen Werten beschäftigen, also mit allen vier Quadranten in diesem Koordinatensystem. Es gab zwei Begriffe: Anstieg, wie steil läuft der Graph? Graph mit pH ist das Ding, was dann hier zum Beispiel irgendwie zu sehen ist. Diese Linie in einem Koordinatensystem und wie steil dieser Graph verläuft, wohlgemerkt, er ist eine Gerade, das drückt sich durch den Anstieg aus. Das heißt, alle Werte, die ich für x einsetze, werden mit dem Anstieg multipliziert und demzufolge auch beeinflusst. Und jetzt kommt das Wort absolutes Glied, das hier hinten. Das absolute Glied ist deswegen absolut, weil es nicht mehr beeinflusst werden kann. Egal welche x-Werte ich einsetze, es wird immer zum Beispiel plus 2 oder plus 3, je nachdem was hier steht, dazu gezählt oder abgezogen. Das haben wir mal schon eben so ein bisschen ausklamüsert. Wir hatten einen Graphen gesucht, der dieser Funktionsvorschrift gehorcht, 3x plus 2, und haben dann gesehen, dass dieser Graph ganz schön steil, hier ist er. Hier ist die Funktionsvorschrift, dass dieser Graph ganz schön steil verläuft. Ne? Der Anstieg ist nämlich 3. Und das absolute Glied bedeutet, egal, auch wenn ich hier für x eine 0 einsetze, dann bleiben immer noch die 2 übrig. Und komischerweise, die Gemeinsamkeit haben wir erkannt, das absolute Glied, das bedeutet auch und grundsätzlich, dass bei dieser Zahl, ob da eine 1, eine 2, eine 0,5, eine 0,7 oder eine minus 8,8 oder sonst was steht, dass diese Zahl hier hinten, Gesundheit, das absolute Glied, also den Punkt bestimmt, nämlich da, wo der Graph die y-Achse schneidet. Das ist dieses absolute Glied. Nochmal absolut, weil es nicht veränderlich ist, weil das immer da hinten steht und wenn eine 0 da steht, ist es auch nicht schlimm. Und y-Achsenabschnitt ist das zweite Wort dafür, weil es da die y-Achse, naja, abschneidet, da schneidet. Der Graph dieser Funktion schneidet da dieses Dings. Jetzt gibt es, haben wir uns bisher mit positiven Anstiegen beschäftigt, positiv auch auf Verkehrsschildern, wenn da irgendwie eine Steigung steht und da steht 8%, dann ist das steil. Wenn das so rum ist, ist es nach oben. Wir kennen aber auch Verkehrsschilder. Vielleicht hat noch gar keiner so richtig hingeguckt. Da haben wir die ganze Sache so, und dann, wenn da 8% steht, heißt es, Achtung, wenn ich jetzt weiterfahre, geht es bergab. Diese Konvention sagt man auch dazu, also diese Vereinbarung, immer von links nach rechts zu gehen, das ist bei uns so, in unseren Landesweiten, bei den Arabern ist es genau umgekehrt, heißt, von links nach rechts heißt immer größer im positiven Sinne. Wenn ich also dieses erste Schild hier sehe, dieses Achtungszeichen, Achtung, wenn du weiterfährst von links nach rechts, geht's bergauf. Und hier heißt es dann im Umgekehrten, wenn du weiterfährst, geht es bergab. So, das bis dahin. Jetzt gibt es natürlich, wenn es bergab geht, auch eine Möglichkeit, mal zu gucken, was passiert denn zum Beispiel mit einem Segelflugzeug, welches ohne weitere Motoren oder Aufwinde oder sonst welche Hilfen bergab gleitet. Es wird nämlich aus einer gewissen Höhe immer weiter runterfliegen. Und jetzt haben wir uns schon mal Achsenkreuze vorbereitet. Schnell nochmal zu diesem Koordinatensystem. Wir können hier oben ranschreiben f von x. Das geht genauso gut. Wenn ihr y seht, nicht wundern, das wird oft im Buch stehen.
Y. Oder es steht f von x da, ist beides das gleiche. Und es ist nicht nötig, wenn ich beide Achsen bezeichnet habe, mit x und y, beziehungsweise f von x, es ist nicht nötig, hier weitere Zahlen ranzumalen. Das wird man vielleicht in ersten Darstellungen mal sehen. Aber wenn ich weiß, dass von hier bis hier jede Einteilung, also eine Einheit wert ist, wir werden vorläufig keine Maßeinheiten nehmen. Eine Einheit. Dann weiß ich auch, dass von hier bis hier wieder eine Einheit dazukommt. Dann muss hier eine 2 stehen. Und das gleiche auf der y-Achse und das gleiche auch im Negativen. Wenn ich nun mal hier weiß, dass es nach rechts heißt immer plus, dann muss es nach hier minus 1 bedeuten. Also das aber jetzt extra ranzumalen ist, wie sage ich, Schmuck am Nachthemd. Muss nicht sein. Ne? So. Und jetzt mit verschiedenen Farben, ich nehme mal die erste Farbe, die ich habe, nehmen wir mal an, es ist Folgendes gegeben, f von x sei 2 mal x, ich schreibe es mal extra nicht 2x, 2 mal x plus 1. Wie kann man den Graphen skizzieren? Man macht sich wir brauchen ja nur zwei Werte, weil es ja eine Gerade ist, die entstehen wird. Man macht sich ganz einfache Gedanken. Und zwar im Kopf macht man sich eine Wertetabelle, man setzt verschiedene Werte für x ein. Der einfachste ist 0. 2 mal 0 ist 0 plus 1 ist 1. Wenn ich also x-mäßig nach rechts ginge, ich habe es aber nicht gemacht, denn ich bleibe da, nämlich bei 0, fange ich hier an und wenn x 0 ist, dann ist die 2 egal, muss ich sagen, der y-Wert ist auf jeden Fall hier. Bei 1. Überschreibe das mal in Rot. Ich fange mal doch mit Rot an, damit jetzt zu Anfang das besser auffällt. 2 mal x plus 1, diese Funktion. Jetzt habe ich hier einen einzelnen Punkt. Das ist mein neuer. Also dieser, einen nach oben erhöht. X-mäßig in die Richtung, nein. X ist 0, also muss ich hier anfangen. Und sagen so, was kommt jetzt raus? 2 mal 0 plus 1 lande ich auf diesem Punkt. Den ersten hätte ich. Jetzt kommt das Schöne. Jetzt sage ich, okay, jetzt nehme ich mal einfach eine 1. Ich setze ein. 2 mal 1, x ist 1, ist 2 plus 1 ist 3. Das heißt, wenn ich jetzt von der 1 x-mäßig losgehe, muss ich auf die 3 den nächsten Punkt setzen. Und damit bin ich schon fertig. Das ist ein Verfahren, wie man ganz schnell Graphen zeichnen kann. Es geht noch anders. Wir werden dann zu dem sogenannten Steigungsdreieck kommen. Wir werden uns aber erstmal jetzt mit diesem Verfahren beschäftigen. Das geht immer, ohne dass man mit dem Steigungsdreieck durcheinander kommt. Ich mache mal eine Pause, falls es Fragen gibt. Klar, die Frage hieß, warum gehe ich denn nur einen nach rechts? Ja, weil ich in Gedanken meine Mini-Wertetabelle, die sah so aus. Der erste Wert x und y. Der erste Wert war 0, also kam 1 heraus. Der zweite Wert war 1, den ich mir vorgenommen habe. Und 2 mal 1 ist 2 plus 1 ist 3. Nehmen wir mal einen anderen Wert. Minus 2 aus Spaß. Man kann ja alles Mögliche einsetzen. Wir nehmen jetzt mal nur glatte Werte. Dann sage ich, okay, 2 mal minus 2 ist minus 4. Minus 4 plus 1 ist aber minus 3. Jetzt müsste ja, wenn ich das mache, also hier ist minus 2, dann müsste ich ja, wenn ich die Kurve gut gemalt habe, eine gerade Kurve, also keine Krümmung, wenn ich die Kurve gut gemalt habe, müsste ich ja dann bei minus 3 genau wieder auf meinen Graphen treffen. Probieren wir es mal. 1, 2, hier ist minus 2 und jetzt gehe ich runter. 1, 2, ja, gar nicht mal so schlecht. Und tatsächlich, dieser Punkt liegt mit auf meiner Kurve. Kurve und gerade ist im Moment das gleiche, ja. Und das gleiche kann ich jetzt auch machen. Jetzt nehme ich mal eine andere Farbe und gebe mir einfach selbst vor, nehmen wir mal an, das Ding heißt f von x ist, jetzt lasse ich es mal bergab gehen, minus 1, minus x, die 1, die kann ich mir eigentlich schenken. Ich schreibe sie jetzt aber mal hin, damit wir den Anstieg besser sehen. Das ist mein m. So, minus 1x. Plus 1. Nee, plus 2. Plus 2. Plus 2. Wenn ich jetzt eine Mini-Wertetabelle mache, machen wir die mal.
x und y. Und ich setze wieder 0 ein. Ich brauche ja nur zwei Punkte, ne? Ich setze jetzt mal 0 ein. Ich nehme mir das wieder vor. Ich könnte auch noch einen anderen Wert einsetzen, aber ich möchte gerne 0 haben. Minus 1 mal 0 ist 0, plus 2 ist 2. Fangen wir mit dem Punkt an. Plus 2 auf der y-Achse. Und lustigerweise, mein n, das absolute Glied, habe ich damit automatisch. Ich kann also, ohne dass ich hier groß eine 0 einsetze, auch sagen, wieso, hier steht er sowieso schon bei plus 2 und ich habe den ersten Punkt. Und jetzt übertreibe ich mal. Ich setze mal minus 4 ein. Was heißt übertreiben? Aber weil mein Koordinatensystem nicht allzu groß ist, nehme ich jetzt mal einfach minus 4. Das wäre übrigens hier hinten. Minus 4. Und rechne mal aus, was rauskommt. Minus 1 mal minus 4 ist plus 4. Plus 4 plus 2 ist 6. Wenn ich jetzt zweifle und sage, nee, das war vielleicht ein Schritt zu dolle, ich nehme mal noch einen Punkt, den ich mir vornehme einzumalen, damit ich sicher sein kann, dass die alle auf einer Linie liegen, dann sage ich mal, ich nehme mal einfach 2 oder 3. Nehmen wir mal 3, positive 3. Minus 1 mal 3 ist minus 3. Minus 3 plus 2 ist aber nur 1. Und jetzt probiere ich mal, ob diese drei Punkte alle wirklich da drauf liegen. Den ersten habe ich 0 und 2, der ist ja leicht. Minus 4 soll bei plus 6 landen. Na, mal sehen. Minus 4, 1, 2, 3, 4 nach links. Und jetzt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier soll der Punkt sein. Na gut. Jetzt hatte ich ja gezweifelt und habe gesagt, na, 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 na. Normalerweise könnte ich ja hier loslegen und sagen, hier habe ich meinen Graphen. Machen wir es ruhig. Jetzt gucke ich mal und sage, was hatte ich mir noch für einen Punkt geschnappt? 3 und 1. Ich gehe 3 nach rechts. Gucken wir. 1, 2, 3. Positiv, ne? Deswegen nach rechts. Und 1? Oh, hier stimmt was nicht. Habe ich nicht richtig gerechnet? Ich müsste ja 1, 2, 3 hier landen. Aber, kleinen Moment. Ja, ganz genau. Diese Schusselfehler, die mache ich im Moment jetzt wirklich mal absichtlich, denn hier musste ja minus 1 hin, ne? Nochmal zur Kontrolle. Minus 1 mal 3 ist minus 3, plus 2 ist minus 1. Wenn ich den Punkt jetzt hier hin mache, dann muss ich sehen, also entweder ich habe mich mit dem Punkt verrechnet oder mit dem. Denn dieser Punkt würde ja gar nicht auf der Geraden liegen. Er muss aber auf der Geraden liegen. Und siehe da, bei minus 1 ist es wirklich so. Das ist praktisch eure Probe. Der dritte Wert ist eure interne Probe. Und ihr müsst euch nicht so viel Schreiberei als Mühe machen. Das heißt, ihr könnt diese Dinge ganz leicht im Kopf lösen. Wir werden vorläufig mit glatten Werten arbeiten. Man muss bloß halt im Kopf ein bisschen behalten, was man hier gerade ausgerechnet hat. Aber nehmt drei Werte. Nochmal, das n hier, das ist der allereinfachste Wert. Da muss ich nicht mal sagen, 2 mal 0 ist 0, plus 1 ist 1. Also diesen Wert, den kann man sich schon fast schenken. Der ist auch geschenkt. Der gibt uns praktisch schon mal die Sicherheit, der wird sowieso immer die y-Achse schneiden, der Graph an der Stelle. Also muss ich den gar nicht errechnen. Und dann rechne ich sicherheitshalber zwei Werte. Und setze sofort die Punkte koordinatenmäßig ein. Und weiß, jawohl, hat geklappt. Denn nichts ist schlimmer, wenn ich mich bei einem Wert verrechnet hätte und der Graph dann einfach, naja, ganz locker mal eingemalt ist, ja, und ich habe keinen Kontrollpunkt, dann habe ich einen riesen Fehler gemacht. Es ist ja auch wirklich ein Fehler. Geht es nur bergauf oder bergab? Och, ist doch egal. Nee, 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 ist nicht egal. Gut, ich mache nochmal eine Pause. Machen wir mal hier in diesem Koordinatensystem noch höchstens zwei Graphen dazu und dann. Ich werde jetzt auch mal extra auf die Wertetabelle hier, auf dieses Ding, werde ich jetzt im nächsten Ding mal verzichten. Ich nehme Aubergine, nee, ich nehme Dunkelgrün. Und zwar nehmen wir mal an, meine Funktion soll heißen, f von x ist minus 2x. Und ich stelle nichts dahinter. Dann steht doch im Stillen gesehen eigentlich eine Stille plus 0 dahinter, ne?
Oder eben nichts. Gar nichts, ne? Gut. Und diese plus 0, die lasse ich jetzt mal ganz bewusst weg. Die denke ich mir. Dann weiß ich aber, diese plus 0, wo ist mein erster Punkt? Nämlich hier. Genau im Koordinatenursprung. 0 nach rechts, nach links nicht. Und da y 0 ergibt, auch nicht nach oben oder unten. Hier gibt es eine Frage. So, das heißt, ich habe also, ich kann sogar richtig Zahlen einsetzen. Ich setze für x 0 ein. Und das heißt ja, minus 2 mal 0 ist 0, plus nichts mehr dazu, bleibt 0. Also ist mein erster Punkt hier. Nochmal hier. Da ist der Punkt. Nämlich 0 nach oben oder unten, also 0. Ich bleibe genau hier an diesem Punkt. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt setze ich mal für meinen zweiten Punkt eine positive 2. Minus 2 mal positive 2 ist minus 4. Also, 2 mal 2 ist 4, aber minus 4. Ich gehe 2 nach rechts, weil ich ja x2 mir vorgenommen habe und 4 nach unten. 1, 2, 3 und 4. Und schon habe ich meinen nächsten Punkt. Hier ist er. Der eine ist hier, der andere hier. Und jetzt mache ich noch meinen Kontrollpunkt. Jetzt sage ich, ich setze mal minus 1 ein. Minus 1 mal minus 2 ist plus 2. Also ich gehe einen nach links und jetzt plus 2 nach oben. Und jetzt sieht man schön, der Graph schneidet diesen Punkt, den ich gerade noch als Kontrollpunkt ausgerechnet hatte, hier 0, 0 auch und so weiter. Ja, Moment. Das ist die eine Möglichkeit, Graphen zu skizzieren. Noch was, und zwar, ich werde jetzt mal bestimmte Punkte markieren. Jetzt kam nämlich die Frage, wo war der andere Punkt? Hier, dieser. Dieser Punkt wird so angegeben, zum Beispiel als P. Dann macht man eine Klammer und jetzt kommt immer zuerst der X-Wert und dann der Y-Wert. Also, X-Wert heißt minus 1. Schreibt man minus 1. Und jetzt gibt es verschiedene Darstellungsweisen. Entweder mit einem senkrechten wie ein Regiestrich. Finde ich gar nicht mal schlecht. Oder man macht es mit einem sogenannten Semikolon. Also, wir nehmen mal in diesem Fall den senkrechten Strich. X-Koordinate minus 1 und Y-Koordinate ist plus 2. Das Plus von der plus 2 müssen wir nicht dazu schreiben. Das wäre der Punkt. Dann schnappe ich mir jetzt mal diesen Punkt. Jetzt gucke ich und lese ab. 1, 2, 3, 4, aber minus 4. Nennen wir diesen Punkt meinetwegen G. Ist egal. Wie wir den nennen, ist jetzt Schnuppe. Wir könnten auch den einen P1, den anderen P2 oder sonst was nennen. Also, minus 4 kommt da rein. Und dann, 6. Runde Klammer wieder zu. Schnappen wir uns mal den roten Punkt. Den hier. Nennen wir den K. K wie Köhler. Und zwar plus 1, ne, nach rechts 1. Und jetzt 1, 2, 3. Und schon haben wir Koordinaten von Punkten dargestellt. Tut nicht weh. Und dieser hier, warte mal, das war dunkelgrün. Und dieser, aber das wird jetzt mir langsam, wird mir eigentlich ein bisschen zu blöd. Ich möchte hier nicht zu viel drin rumschmieren. Dieser im Koordinatenursprung heißt dann 0, 0. Einverstanden? Ne? 0 nach rechts oder links und 0 nach oben oder unten. 0, 0. Der Koordinatenursprung heißt 0, 0. So. Ich schließe jetzt das Video an der Stelle mal ab und die nächsten Übungen machen wir in einem neuen Video, sonst wird das zu lang. Also nächstes Video gucken. Ich habe mir schon was vorbereitet, das geht jetzt ganz schnell. Aber dieses Video erstmal Schluss.